Heute wirklich nur ganz kurz, aber mit Sicherheit sehr wissenswert. Heute reden wir über Öl. Motoröl übernimmt im Motor viele verschiedene Funktionen. Da sind unter anderem natürlich Schmierung, Wärmeleitung, Abtransport von Schmutzpartikeln und Verbrennungsrückständen, Schallisolierung, Korrosionsschutz und das Ausgleichen von mechanischen Spielen. Und es gibt viele verschiedene Öle. Es gibt mineralische Öle, dann gibt es teilsynthetische Öle und es gibt vollsynthetische Öle. Und ich fahre in meinen BMW 2-Ventiler-Motoren nur mineralische Öle und keine vollsynthetischen Öle. Alles, was jetzt kommt, ist meine persönliche Erfahrung. Ganz viel davon ist meine persönliche Meinung und beruht auf meinem momentanen Wissensstand mit den Ölen, die es bis heute gibt. Denn Motorenöle werden immer weiterentwickelt. Es kann also sein, dass es irgendwann mal in der Zukunft Öle gibt, auf die das, was ich jetzt sage, nicht mehr zutrifft. Und dieser Beitrag soll ja nur ganz kurz sein und ist daher etwas schärfer geschnitten. Und ich fahre in meinen BMW 2-Ventiler-Motoren nur mineralische Öle und keine vollsynthetischen Öle. Der Grund ist der: Vollsynthetische Öle werden bei Hitze viel dünnflüssiger als mineralische Öle. Und gerade die alten Motoren, wie zum Beispiel die Boxermotoren von BMW, also die alten 2-Ventiler-Motoren, die haben im Inneren, wie alle Motoren, sogenannte mechanische Spiele. Und damit meine ich das Verhalten von fest eingebauten Bauteilen im Motor zueinander. Und diese mechanischen Spiele sind in alten Motoren im Gegensatz zu neuen Motoren halt viel größer. Und das hat unter anderem zu tun mit den verschiedenen thermischen Ausdehnverhalten der Teile im Motor. Thermisches Ausdehnverhalten, Junge, da hast du jetzt aber auch mal einen rausgehauen, ne? Das ist ja ein ziemlich dicker Begriff. Ja, sorry, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen großspurig an. Damit meine ich aber nur die Eigenschaft, dass sich Materialien wie zum Beispiel Metalle bei Hitze ausdehnen und bei Kälte zusammenziehen. Ah, gut, verstehe. Das verstehe ich. Denn die Teile sind ja nicht nur aus verschiedenen Materialien, die dehnen sich also wegen der Materialunterschiedlichkeit schon verschieden stark aus, sondern die sind auch noch verschieden groß und dehnen sich natürlich auch wegen der verschiedenen Größe unterschiedlich schnell aus und ziehen sich auch unterschiedlich schnell wieder zusammen. Dieses Ausdehn- und Zusammenziehverhalten ist aber bei allen Motoren vorher genauestens eingeplant. Und darum gibt es für jeden Motor ganz bestimmte Öle, die genau diese mechanischen Spiele wieder ausgleichen. Und vollsynthetische Öle, die werden eben für diese alten Motoren einfach in kurzer Zeit sehr viel dünnflüssiger als mineralische Öle. Und die können dann die mechanischen Spiele im Inneren halt nicht mehr ausgleichen oder zumindest nicht mehr so ausgleichen, wie sie das eigentlich können müssten. Und das hat dann natürlich zur Folge, dass diese Motoren dann ordentlich anfangen zu klappern. Das ist das eine. Das nächste ist, wenn ihr ein Öl fahrt, das dünnflüssiger wird und trotzdem noch seine Schmierfähigkeit erhält, dann sorgt das natürlich dafür, dass die Leistung des Motors ansteigt, weil ja nicht so viel Reibung erzeugt wird. Und diese Mehrleistung, die muss natürlich auch von den Motorbauteilen wieder aufgefangen werden. Und auch das findet in den ganz alten Motoren eben nicht statt. Die sind eben für diese höhere Leistung, sofern es Originalteile sind, einfach nicht ausgelegt. Denn wenn ein Motor auf Hochleistung gezüchtet ist, dann hat der auch Bauteile verbaut, die in der Lage sind, diese Hochleistung auch aufzufangen und wieder mechanisch umzusetzen. Und das so, ohne dass sie dann beschädigt werden. Und das sind zwei Gründe, warum ich in meinen alten BMWs niemals vollsynthetisches Öl fahre, sondern immer nur gutes mineralisches Öl. Und nochmal gesagt, das steht, glaube ich, nirgendwo geschrieben. Das ist nur meine Erkenntnis und mein Wissensstand und der gilt auch nur jetzt im Moment für die Öle, die es jetzt in diesem Moment in unserer Zeit gibt. Und ich gehe sogar noch ein Stück weiter und sage, es gehört nicht nur mineralisches Öl in den Motor, sondern auch in den Kardan, ins Getriebe und in den Achsantrieb. Und noch eine Kleinigkeit zum Schluss zur Ergänzung, weil auch das gelegentlich mal bei mir angefragt wird: Kann man verschiedene mineralische Öle untereinander im Motor mischen? Antwort: Ja, kann man. Ist aber scheiße. Und dann nochmal die Frage, kann man denn vollsynthetische Öle, also verschiedene vollsynthetische Öle, kann man die denn im Motor mischen? Auch hier die gleiche Antwort. Ja, kann man machen,
ist aber scheiße. Denn jedes Öl hat eine völlig andere Eigenschaft, was die Schmierfähigkeit angeht, was die Schäumungsfähigkeit angeht, was die Hitzewandlung angeht, Hitzetransport angeht. Jedes Öl hat einfach ganz andere Eigenschaften. Aber dazu gibt es dann nochmal einen eigenen Beitrag. Und ein anderes Thema, nach dem ich auch gefragt werde, ist die Warmfahrzeit. Und da kann ich nur sagen, bei alten Boxern oder grundsätzlich bei allen alten Motoren ist es so, dass man die sehr lange warm fahren muss. Ich rede davon teilweise, je nachdem wie kalt es draußen ist, bis zu 10 Kilometer. Und ich meine nicht 10 Minuten, sondern ich meine wirklich Kilometer. Denn es ist bei den Motoren sehr wichtig, dass nicht nur das Öl in Betriebstemperatur kommt, um an seinen optimalen Leistungsbereich zu kommen oder in seinen optimalen Leistungsbereich zu kommen, sondern dass auch alle anderen Bauteile im Motor schön durchheizt sind, damit auch die in ihren optimalen Leistungsbereich kommen. Und einem jeden ist ja schon mal aufgefallen, dass Öle unfassbar teuer sein können. Und im Gegensatz dazu gibt es Öle, die dazu, also im Vergleich, unfassbar billig sind. Und es gibt die ganze Range dazwischen. Und warum ist das so? Auch das kann ich euch eigentlich ziemlich genau erklären, aber wie gesagt, für diesen Beitrag reicht das. Das kommt alles ganz kurz auch nochmal in den nächsten Beiträgen. Öl, also gerade Motoröl oder Öle allgemein, die mit mechanischen Funktionen zu tun haben, das ist ein Riesenthema und das ist ein super interessantes Thema. Da kann man wirklich viele Beiträge zu machen, ohne dass es langweilig wird. Und auch hier bin ich wieder sehr froh, dass ich, was das angeht, gute Lehrer gehabt habe und noch habe, also Leute, die Bock haben auf ihren Job und die auch Bock hatten, mir das zu erklären. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Passt gut auf euch auf, macht viele schöne Sachen für euch und macht auf jeden Fall auch viele schöne Sachen für andere Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Na, der Beitrag war jetzt aber ganz schön dick. Sag mal, hattest du Physik LK oder was? Ja sicher, bis zum Abitur. Du hast Abitur? Ja, du kannst mir doch mal. Ich frage ja nur...